Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Schild. Ja, beim letzten Mal haben wir uns unseren 6. Orden errungen und ja, Sania hat uns nun zum Essen eingeladen. Denn sie möchte mit uns etwas besprechen und ich glaube, das wird dieses Steakhouse hier sein, oder? Ja, okay. Hopp natürlich auch dabei, war ja klar. Oh, hey, Sky, du hast ja schon den nächsten Orden geschnappt, was? Super. Da bist du ja, wir haben bereits auf dich gewartet. Ich habe immer noch nichts Neues über die finstere Nacht oder die Pokémon des Schwertes und des Schildes herausgefunden. Moment mal, das... Das gibt's doch nicht. So ein fesches Poster. Die beiden Helden sehen traurig aus. Und wo sind das Schwert und das Schild hin? Was hat diese Darstellung bloß zu bedeuten? Nachdem sie den Helden geholfen hatten, fielen sie also in eine Art tiefen Schlummer. Waren das Schwert und das Schild nicht gleichbedeutend mit den beiden Pokémon? Das hattest du doch durch die Entdeckung bei der antiken Stätte herausgefunden, oder? Ja genau, zumindest war das meine Vermutung. Könnte es sein, dass diese merkwürdige Pokémon, das wir gesehen haben, am Ende das Schwert oder der Schild war? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Von welchem Pokémon redest du? Sky, du weißt doch, was ich meine, oder? Damals im Schlummerwald. Ganz genau. Dieses Pokémon aus dem Nebel könnte doch eins der Pokémon aus der Legende sein, oder? Stimmt ja, ihr beide, beiden wart ja im Schlummerwald. Ich bin eigentlich nur auf diese Reise gegangen, weil Oma mich gedrängt hat, aber inzwischen finde ich das alles ungeheuer spannend. Komm, lass uns erstmal essen, aber ihr müsst mir haargenau erzählen, was da passiert ist. Worauf habt ihr Appetit? Was soll ich euch bestellen? Das klingt doch gut. Verstehe, sehr interessant. Alles klar, als nächstes sollten wir Colchester genauer erkunden. Vor allem die Heroentherme. Würde ich gerne näher unter die Lupe nehmen. So, so. Die Heroentherme. Hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollen die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich auskuriert haben, nachdem sie das Böse besiegt hatten. Aber heute wird die Heroentherme eigentlich nur vom Pokémon genutzt. Das macht mich stutzig. Wer genau waren diese Helden, die damals in der Therme gebadet haben sollen? Das werde ich später näher untersuchen. Ihr beiden seid im Schlummerwald diesem merkwürdigen Pokémon begegnet. Vielleicht wurde euch diese Ehre zuteil, weil ihr das Potenzial habt, so zu werden wie die Helden. Also wenn wir zwei die neuen Helden des Schwertes und des Schildes werden sollen, will ich aber der Held des Schwertes sein. Ich hätte den Helden von damals zu gern bei ihrem großen Kampf zugesehen. Hey Sky, lass uns doch einen epischen Kampf hinlegen. Was? Wieso? Durch das leckere Curry, das Sanya uns spendiert hat, ist mein Kampfgeist neu erwacht. Ich stecke voller Energie, du wirst schon sehen. Ich verstehe zwar nicht ganz, was du da redest, aber zusehen werde ich euch trotzdem. Vorher mache ich aber noch die Pokémon von Sky wieder fit. Waren die das nicht eh? Ist mir mit mal wieder Zeit, dass dir zukünftige Champ seine Fähigkeiten zur Schau stellt. Der hat ja ganz schön Selbstvertrauen wieder zurückgewonnen, ne? Irgendwo ja schon. Und er ist ein Zwollock wieder. Ein Igler, wow. Zu dem Zeitpunkt im Spiel noch ein Igler im Team. Ja, also diese komischen Texte, die die
NPCs, also die wichtigen NPCs, ab und zu mal blinken. Warum setzt du schon wieder einige ein? Sind zwar manchmal ein bisschen nervig, aber ja, es ist realistisch, das muss man sagen. Im Anime kommentieren die ganzen Trainer ja auch immer mal wieder was. Von daher finde ich das jetzt nicht so unlogisch oder extrem schlimm oder was auch immer, ne? Aber wenn die wenigstens irgendwas, ja, sinnvoller sagen würden manchmal. Oder nicht bei jeder kleinsten Kleinigkeit wie, oh, du hast einen Volltreffer gelandet, oh, du hast eine sehr effektive Attacke eingesetzt, oh, und was soll immer noch? Oh, du hast mein Pokémon gewonshottet, oh, ich bin so schlecht, oh, 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 Mann, oh, Meter. Overdrive? Der Anwender haut in die Seiten seiner Gitarre oder seines Basses und erzeugt dröhnende, kraftvolle Vibrationen, die gegnerischen Pokémon schaden. Okay. Funkensprung will ich eigentlich behalten. Die Attacke ist genauso stark wie Ladungsstoß. Aber wenn ich es gern sehen würde, aber ich glaube, ich bleibe bei Ladungsstoß, ganz ehrlich. Einfach weil, ja, es hat mehr HP. Und da stand zumindest, es hat die Chance zu paralysieren. Bei Overdrive weiß ich es nicht. Deshalb mache ich das mal lieber so. Dein Libero hat keine Chance gegen meinen Starter, von daher tschüss. Schön mit Ö! Golbit erreicht Level 43 und sollte sich damit auch gleich entwickeln. Blitzigel. Können wir eigentlich Golbit gerade mal einsetzen? Ich weiß, wir haben beim letzten Mal einen Knirscher oder was auch immer noch abbekommen, aber... Achso, warte mal. Hä? Was bist du denn? Was bist du dann? Ein Wasser-Pokémon? Ein Pokémon, das schon mal... Okay, Wassergestein. Okay, reicht aus. Wunderbar. Also Wasser-Elektro? Wie Lampi? Sehr seltsam. Aber egal. Okay, gegen seine Laxo, das wird wahrscheinlich ein fester Teambestandteil sein, haben wir unser Kampf-Pokémon. Mit einmal Durchbruch sollte es dann auch gewesen sein. Oder zweimal, okay. Und schön mit Ö, Relaxo. Damit ist Hopp mal wieder besiegt. Er hat da keine Schnitte gegen uns. Ich kann also nicht mal gegen meine Rivalen gewinnen, aber ich gebe nicht auf. Du hast noch nie gegen mich gewonnen, also hallo? Oh yeah, Golbit entwickelt sich. Dem, 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 Golgante. Ich hatte noch nie ein Golgantes im Team. Müssen mal schauen, ob ich es im Team behalten werde oder nicht. Danke, ihr habt beide sehr gut gekämpft. Wenn ihr so weitermacht, könnt ihr irgendwann vielleicht den unschlagbaren Dedon besiegen. Was steht als nächstes auf eurem Plan? Ich habe vor, mich noch ein bisschen näher mit dem Schlummerwald zu beschäftigen.
Ich werde mich wieder der Arena-Challenge widmen und sobald ich den Arena-Orden in der Tasche habe, geht schnurstracks über Route 9 nach Spikeford. Auf geht's! Ich glaube, das hat ihn wieder aufgemuntert. Delio macht sich immer große Sorgen, wenn es Hopp schlecht geht. Und du als seine Rivalin willst sicher auch nur das Beste für ihn, stimmt's? Will ich das? Also dann, mach's gut. Der Typ nervt. Was interessiert er mich? Gut. Route 9. Einfach hier hin. Ach so, stimmt. Da waren die komischen Team Yell-Typen da im Weg, ne? Warte mal, wurden unser Pokémon geheilt? Nein. Wow. Na gut, da denkt das Spiel wahrscheinlich, geh doch mal selber ins Pokémon Center, du Idiot. Du faule Ratte. Ja, ja, ist ja gut, Spiel. Ist doch gut. Waggon. Waggon ist irgendwie ein witziges Pokémon. Ich weiß ja auch nicht, aber es ist ein witziges Pokémon. Gut, dann also auf Route 9. Wo ging es hier nochmal runter? Okay, die Leckecke. Wir haben ein Leck. Warte mal, geht's rechts lang? Auf Route 9 waren wir noch gar nicht, ne? Wow, die Leckecke. Mal wieder. Nee, wir waren noch gar nicht auf Route 9. Ich habe ein Pelipa? War das ein Pelipa? Auf jeden Fall irgendwas in der Richtung gehört. Da da unten Angler ist, werde ich mal Riffex nach vorne setzen. Dann haben wir mal wieder eine neue Route. Sibylle. Barakiefer. Ah, der ist die. Das Torpedo-Pied da. Dieser Torpedo-Fisch. Ich schätze mal, es ist an den Torpedo angelehnt, weil, ja, diese Flossen hinten, die sich da so drehen und die Körperform, es passt irgendwie dazu. Inferno-Port, Level Up. Habe ich ja gar nicht mal in der Arena nutzen können, so wirklich. Landtouren, oh. Ah, gegen Landtouren habe ich jetzt nicht mal groß was. Ich bleibe einfach mal drin. Ich weiß, dass H2O Absorber haben kann. Hat es auch Blitzfänge? Voltabsorber, okay. That's not good. That's not good. Aber wir haben unseren Gift-Hit. Da können wir zumindest auch ein bisschen Schaden machen. Landturm kann ganz schön böse sein, merke ich gerade. Aha, Vergiftung. Komm, Ladungsstoß. Ein Blubstein wäre schon gefährlicher geworden. Aber mit Ladungsstoß kannst du jetzt auch nicht mehr allzu viel ausrichten. Dafür bekommst du jetzt meinen Gift-Dieb ab und bist drauf. Bist drauf? Nee, gehst drauf. So. Ja, mit Sprechen hab ich's mal wieder. Das ist immer toll, wenn man Videos machen will, ne? Ich weiß allgemein, dass ich nicht immer so die beste Aussprache habe. Ich versuche mich daran zu bessern, aber es geht halt natürlich auch nicht von heute auf morgen, ne? Und ja, ich muss zumindest schon sagen, es hat sich... Wow.
Apoquale. Also ich war schon früher bei, wie hieß das? Also in Therapie, was das angeht. Weil ja, ich hatte als Kind schon Probleme mit dem Lispeln. Ergotherapie war was anderes, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Aber auf jeden Fall war ich diesbezüglich bei Fachleuten. Weiß ich noch, mit dem habe ich immer Fußball gespielt nach der Sitzung. Ich glaube, das ging immer so eine Stunde oder so, meine ich zumindest. Es ist schon sehr lange her, also genau weiß ich es nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir da all gemacht haben für Übungen. Aber auf jeden Fall, war ich da als Kind. Und das hat sich eigentlich eine Zeit lang auch gehalten, dass es besser war. Und von den letzten Jahren ist es dann anscheinend wieder zurückgekommen mit dem Lispeln. Und ja, ich hoffe mir halt auch ein bisschen von den ganzen... Ich meine, ich mache momentan tausende Videos. Das ist eine gute Übung zum Reden. Weil, ja, in so einer gewissen Weise, man muss ja eigentlich die ganze Zeit labern. Gut, man muss nicht. Man hat ab und zu auch mal ein paar Stellen, wo man mal eine kleine Quasselpause machen kann. Zum Beispiel bei irgendwelchen Cutscenes oder so, wo man dann eben still sein will. Oder wenn ich auf in eine neue Stadt komme, dann bin ich ja mal ganz kurz still, um die Stadtmusik zu genießen. Dass ich das eben auch selber hören kann, also eine Überflutung braucht keine Sau. Bringt meinem Pokémon jetzt auch nicht so wirklich was, von daher nö. Ja, momentan bin ich halt schon natürlich in Versuchung, das zu verbessern. Ich mache ein paar Übungen dafür, die ich im Internet gefunden habe. Also, ich bin nicht wieder in der extra Therapie dafür. Oh. Bekommen wir jetzt die Schwimmfähigkeit? Wir lassen niemanden nach Spikeford, klar? Das heißt, für Nasen wie dich und auch für alle anderen ist Route 9 tabu. Mit anderen Worten, du kannst nach Hause fahren, du kannst nach Hause fahren. Wir von Team Yell feiern Kamalm total. Sieh es dir nur an, ist es nicht einfach großartig? Darum lassen wir es auch nicht zu, dass irgendwer es stört. Nur um auf ihm übers Wasser geschippert zu werden. Nein. Das ist mir schon klar, deshalb versuche ich euch ja die ganze Zeit schon zu erklären, dass ich das Rotumrad um eine Funktion ergänzen kann, die sie bei das Wasser fahren lässt. Oh, du kommst wie gerufen, Arena Challenger. Guter Zeitpunkt für ein Wiedersehen. Ich habe noch was gut bei dir, du weißt schon, weil ich dir das Rotumrad geschenkt habe. So, du bist so gut und verpasst diesen Rüppeln eine Lektion. Du bist Kamal im Kanakrim, klar, wir beschützen es vor Heinis wie dir. Die Sache mit der Arena-Challenge solltest du also besser aufgeben. Hier ist für dich nämlich Endstation. Oder willst du das lieber mit einem Pokémon-Kampf regeln? Ja. Dann mach dich mal auf eine Abreibung gefasst. Alle für Kamalm! Ole, ole, ole! Ah, ihr Typen seid doch einfach nur verrückt. Und könnt selber nach Hause fahren. Da hinten sind sogar noch Strandliegen. Da kann ich mir aber bessere Orte oder Jahreszeiten für so etwas aussuchen. Oder vorstellen, eher gesagt. Ja, Klauenwetter bringt dir jetzt auch nichts mehr. Weil du kannst jetzt nach Hause fahren. Was hast du sonst noch? Pandagro? Ja gut, da können wir auch drin bleiben.
Ich weiß ja nicht so ganz. Mit Team Yell werde ich nicht ganz warm. Das ist einfach nur ein unnötiger Haufen. Warum gibt es hier kein wichtiges, böses Team, was irgendeinen Plan wieder schmiedet, was in der Story vorkommt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch irgendwas großartig machen werden. Wenn wir nichts unternehmen, wird die da auch Kamalen reiten. Hey, ich hab die Idee. Wir reiten einfach selbst auf Kamalen und machen uns vom Acker. Dann mal los, Kamalen. Auf Nimmerwiedersehen, Arena Changer. Warum lässt das Pokémon das... Achso, es haut auch einfach ab. Genau. Oder auch nicht. Oh, da hast du mir doch glatt schon wieder aus der Patsche geholfen. Wie läuft's denn so? Genießt du das Leben als Radfahrer? Wäre doch toll, wenn man mit dem Rotom-Rad übers Wasser fahren könnte, oder? Tja, du hast Glück. Denn damit du genau das tun kannst, werde ich es etwas für dich modifizieren. So, das wäre erledigt. Im Aqua-Modus kannst du mit dem Rotom-Rad ganz geschmeidig übers Wasser radeln. Wenn du übrigens an Land fährst, befindet sich dein Rotom-Rad im Landmodus. Yay! Du bist ein Pokémon, ne? Charakter. Ja, ich glaube, das ist ein Kampf-Pokémon. Level 50? Hatte ich noch einen Slotball? Ich habe keinen Slotball mehr. Feels bad. Wir können Pokémon bis Level 50 fangen, ne? Von daher versuchen wir es einfach mal, das zu fangen. Warum auch nicht? Ja, ich weiß, es ist ein Kampf-Pokémon. Eigentlich zumindest. Und kein Wasser-Pokémon, was man ja eigentlich denken würde. Schade. Zumindest war das meine Intention. Also wäre es meine Intention, wenn ich es nicht schon wissen würde. Aber ich glaube, ja, wenn ich es gefangen bekomme, werde ich es erstmal, wenn ich ins Team nehme. Weil Level 50 ist schon ein bisschen krass. Wenn es denn überhaupt mal drin bleiben sollte. Bevor der Hagel es killt. Na komm, stell dich nicht so an. Bleib drinnen. Mami! Ja, jetzt killt es noch mein Kramor, ist klar. Der Vieh ist gleich tot. Zweimal noch. Ja, bleib einfach drin. Ich meine, ich darf dich fangen. Du bist Level 50. Du bist das maximale Level, was ich fangen kann momentan. Ey, du Kackteil. Ja, du bist auch nicht gerade intelligent. Ja, wenn du gleich drauf gehst, bist du selbst dann schuld. Also da kann ich dann auch nichts mehr für. Gut. Ich weiß nicht, ob es noch einmal überlebt. Wir werden es jetzt mal sehen. Okay, eine Chance haben wir noch. Komm, jetzt bleib doch mal drinnen. Yes! Letzte Möglichkeit, wo es noch drin bleiben konnte und es bleibt ja nicht drin. Ja, Kampf-Pokémon. Erste Mal in einer Box. Eventuell werde ich es irgendwann mal auskramen und ins Team nehmen. Mal gucken. Es könnte... War die nächste Arena nicht sogar eine Unnicht-Arena?
Ich meine ja irgendwie schon. Also von daher wäre das da, glaube ich, gerne so verkehrt. Als optionales Pokémon. Aber gut, Leute. Ich glaube, wir machen hier jetzt einfach mal einen kleinen Break. Mal gucken kurz nochmal hier. Ob wir hier Weimar, Mantips. Nein! Oh Mann! Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Baldorfisch. Gut, dann machen wir den Kampf halt auch noch. War eigentlich nicht geplant. Ja, komm, Anspannung, du nervst. Zwei Pokémon, das geht ja noch. Natürlich überlebt es. Und setzt Nadelrakete ein. Damit das Ganze noch mehr gestreckt wird. Man kennt. Und Hagel nervt auch. Ja, ja, ja. Wir wissen es doch alle. Man könnte natürlich die Animation ausstellen, aber nee, will ich nicht. Das sieht doch nicht aus. Gufa. Gufa, die kommt mit dem Gufa an. Was willst du mit dem Gufa? Die kann nichts, das ist ein Magen. Es ist ein einfacher Magen. Genauso wie Schluckwelch. Alter. Ja, was da rauskommt, ist auch nicht gerade sehr appetitlich. Gut, hätten wir das jetzt. Sehr schön. Dann war es das jetzt aber erst einmal mit Pokémon Schild für heute. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann eventuell in der nächsten Stadt ankommen werden. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.